Das muss doch irgendwie gehen! Komm schon! Komm schon! Wir sind abgestürzt. Wie abgestürzt? Wo denn? Wo sind Sie? Ich weiß nicht wo. Wie viel spreche ich bitte? Sagen Sie bitte Ihren Namen. Können Sie mich noch hören? Hallo? Antworten Sie. Hallo, hören Sie mich? Sag mal, habe ich hier unten irgendwo mein Handy liegen lassen? Ich suche mir noch ein Wort. Wenn ich das nicht wüsste, hast du irgendwas gesehen? Also ich habe es auch nicht gesehen und abgegeben wurde auch nichts. Ich möchte zahlen. Hallo, ich möchte zahlen. Ich komme sofort. Nicht heute noch. Hey, deine Laune hat sich ja seit heute Morgen richtig verbessert. Dankeschön. Lass mich raten, du hast es deiner Familie endlich gebeichtet. Und meine Schulden, danke. Geht's noch lauter? Und hat die Heimlichtuerei also endlich ein Ende? Ist doch schon mal ein Anfang. Also eigentlich nicht. Wo ist das Problem? Sebastian, er zwingt mich dazu, mir eine Arbeit zu suchen. Und zwar irgendeine. Ach Gott, du Arme. Er will mich jetzt ziehen, um mir zu zeigen, was richtige Arbeit ist. Ich könnte mal putzen oder Burger braten. Einfach unfassbar. Ist doch keine schlechte Idee. Ich sag dir, Traumjobs fallen halt nicht vom Himmel. Zeit für einen Kaffee. Was? Hallo? Können Sie mich hören? Gut. Sie haben einen Unfall gehabt. Wir bringen Sie ins Krankenhaus. Machen Sie sich keine Sorgen. Gregor. Bitte? Wo ist Gregor? Ist es? Sind Sie nicht alleine geflogen? Ihr müsst noch einen suchen. Da waren zwei drin. Bord sein. Keine richtige Arbeit. So ein Spießer. Ach komm, das ist wahrscheinlich nur sein Beschützerinstinkt, der nicht will, dass du in die Hände der bösen Modelszene gerätst. Ich bin keine 13 mehr. Partys, Drogen und notgeile Fotografen. Wahrscheinlich sieht er das alles vor sich. Klar, er würde es wahrscheinlich lieber sehen, wenn ich irgendwo das Bahnhofslos schrubben würde. Klingt gut. Was trinkt ihr? Ich gebe eine Runde Sekt aus. Oh, ihr habt Lotto gewonnen. Nein, nicht ganz, aber ich habe einen Job. Supergeil und spitze bezahlt. Und ich muss noch putzen oder kellnern oder sonst irgendeinen Scheiß machen. Oh, ich wollte... Wenn ich diesen Scheiß hier nicht machen würde, dann siehst du ganz schön auf dem Trockenen. Tut mir leid, so habe ich das nicht gemeint. Reicht uns das? Nee, nicht wirklich. So eine Frechheit kann nur mit einer Flasche Sekt wieder gut gemacht werden. Mach mal. Okay. Ja, und was für ein Traumjob ist es, wenn man fragen darf? Ich hab's. Wo war's denn? Im Wäschekorb zwischen deinen Unterhosen. So, jetzt werde ich doch gleich mal
Gregor anrufen. Sag mal, kannst du den beiden nicht mal eine Stunde Ruhe gönnen? Schluss jetzt, ich will jetzt endlich meine gute Nachricht loswerden. Also, ich möchte mit euch darauf anstoßen, dass ich, wahrscheinlich bald, das neue Gesicht von Lilly von Rath bin. Echt? Wow. Ah. Ich freue mich so für dich. Gut, dass Olivia das nicht mitkriegt. Siehst du, manchmal fällt das Glück eben doch vom Himmel. Ja, darauf. Ja. Hey, Luise. Sag mal, wo stecken wir? Ich habe schon versucht, Gregor anzurufen, aber der hat natürlich vorsichtshalber sein Handy wieder gar nicht mitgenommen. Luise? Wir sind abgestürzt. Was? Gregor, ey. Was ist? Gregor ist abgestürzt. Don't you wish your life could be as simple as fish swimming round in a barrel when you Was hat der Arzt gesagt? Hallo, Christian! Gregor musste nach der Operation reanimiert werden und ist dann ins Koma gefallen. Sie wissen nicht, ob er wieder aufwacht.